wir uns aber auf diesem Weg jetzt sehen können. Ich würde den Gästen aus oder den Zuhörerinnen und Zuhörern aus Hamburg oder Lübeck auch gerne die Berchtesgadener Alpenwelt zeigen, die beim Fenster, wenn ich hier rausblicke, zu sehen ist. Leider ist momentan ein bisschen Wolken verhangen, wobei es zum Regnen aufgehört hat. Und mit dem Hinweis auf die Bergwelt sind wir auch bei unserem heutigen Thema. Denn man sieht schon an der kleinen Collage, die wir hier vorbereitet haben, in dieser Bergwelt inszenierte sich in der Zeit des Dritten Reiches Adolf Hitler. Er nutzte sie als Kulisse für seine Bilder. Und exakt um diese Bilderflut wird es heute in unserem Gespräch gehen. Wir haben dafür etwa eine Stunde eingeplant und gegen Ende im letzten Viertel sollen auch Sie zu Wort kommen und dürfen gerne Fragen stellen. Dafür nutzen Sie am besten die Frage- und Antwortfunktion. Sie sehen das auf Ihrem Bildschirm unten mit F und A abgekürzt. Da können Sie uns jederzeit Fragen stellen, also auch schon während des Vortrages. Wir werden die dann sammeln und zum Schluss werde ich sie dem Andi stellen. Diese Fragen sehen auch nur wir. Das heißt, Sie müssen nicht auf Interpunktion oder Rechtschreibung zu genau achten. Ja, wer sind eigentlich wir? Ich habe jetzt ein paar Mal wir angesprochen. Ganz kurz, wir sind die Dokumentation Obersalzberg, das Team der Dokumentation Obersalzberg, einem Lern- und Erinnerungsort hier am ehemaligen ja, Wohnsitz, zweiten Regierungssitz Adolf Hitlers. Und Sie sehen mich jetzt. Ich bin Bildungsreferent in der Dokumentation Obersalzberg seit 4 Jahren. Und zu meinen Aufgaben gehört auch hier zum Beispiel Veranstaltungen wie diese zu planen und durchzuführen. Noch wichtiger als ich, den Sie jetzt sehen, sind aber die Menschen im Hintergrund, die dieses Format heute erst ermöglicht haben. Und da möchte ich auch drei sehr gerne hervorheben, meine Kolleginnen Leonie Zangerl, Karin Wabro und Helena Schwinghammer, die jetzt aktuell an drei verschiedenen Standorten sitzen und schauen, dass uns heute hoffentlich die Technik keinen Strich durch die Rechnung macht. Ebenfalls ein Kollege, den ich Ihnen heute vorstellen darf, den Sie bereits sehen, Andreas Stelzel, der uns heute einige spannende, hoffentlich spannende Fragen beantworten wird. Andreas Stelzel ist auch seit 4 Jahren, also fast genauso lang wie ich, im Institut oder fürs Institut für Zeitgeschichte in der Abteilung Dokumentation Obersalzberg tätig und recherchiert hier vor allem für die Neukonzeption unserer Dauerausstellung, die wir vielleicht im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres vielleicht sogar eröffnen können. Andi Stelzel arbeitet auch nicht nur am Institut für Zeitgeschichte, sondern er hat auch an der LMU Geschichte studiert und hat seine Abschlussarbeit zu diesem Thema geschrieben, über das wir heute sprechen werden, also über die Bildwelten des Dritten Reiches, über die Inszenierung Adolf Hitlers hier am Obersalzberg. Und damit möchte ich eigentlich auch schon in das Gespräch einsteigen. Und zwar würde mich als erstes interessieren, Andi, wie kommt man denn eigentlich auf so ein Thema? Ja, hallo Matthias, vielen Dank für die nette Begrüßung. Auch herzlich willkommen allen Zuhörern. Es freut mich sehr, dass ich heute eben ein bisschen was über mein Masterarbeitsthema erzählen kann. Das ist eigentlich auch genau das, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Denn in meiner Arbeit hier in der Doku bin ich des Öfteren in Kontakt zur Propaganda in und um den Obersalzberg getreten. Und habe dementsprechend gemerkt, dass da sehr viele Bilder auch existieren und vor allem auch in den ja, großen Bildzeitungen dieser Zeit. Und wenn man sich dann da die Forschungsliteratur anschaut dazu, merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass da eigentlich noch gar nicht viel drüber mehr erforscht worden ist. Und demnach war dann für mich eigentlich das Masterarbeitsthema ziemlich schnell gefunden und habe mich dann eben auch ja, um die illustrierte Presse gekümmert und dann Obersalzberg untersucht. Es ist auch für uns immer wieder spannend, dass diese ja oft scheinbar kitschigen Bilder von Adolf Hitler am Obersalzberg eigentlich in der Forschung lange außen vor blieb. Da passt ja die Illustrierte Zeitung auch dazu, mit solchen Medien man sich als Historikerin und Historiker vielleicht noch gar nicht so viel befasst hat. Welche Bedeutung hatten denn die illustrierten Zeitungen eigentlich in der NS-Zeit? Kannst du da ein paar Eckdaten für uns nennen?
Ja, und zwar sind diese drei Zeiten, die man angeschaut hat, die waren tatsächlich ziemlich bedeutend. Also namentlich die allererste war die Berliner Illustrierte Zeitung. Das ist eigentlich das älteste ja, Bildblatt Deutschlands gewesen. Schon 1892 haben die ja die erste Ausgabe veröffentlicht. Und die war auch lange Zeit das auflagenstärkste Printmedium, also was sich halt hauptsächlich auf ja, Bilder fokussierte. Und so, wenn man mal eine ungefähre Einordnung hat, so 1933 hat die Auflage von 1,1 Millionen gehabt, was ziemlich ordentlich war. Das zweite Zeitung war die Münchner Illustrierte Presse. Die gehörte zu den schärfsten Konkurrentinnen der Berliner Illustrierten. Die ist aber deutlich jünger, die war 1924 ist die erste erschienen. Die Auflage 1933 war zwar leicht geringer, oder eigentlich die Hälfte, das waren 650.000, was aber trotzdem immer noch ja, ein guter Schnitt eigentlich ist. Und die dritte und letzte Zeitung ist der Illustrierte Beobachter. Die war 1926 zum ersten Mal erschienen und da schwankt die Auflage ziemlich stark. Also 1932 war es mit 302.000 deutlich geringer vertreten wie die zwei anderen. Aber am Ende, also 1944, ging da auch die Auflage in die Millionen. Und zwar um die 2 Stück, 2 Millionen waren da eben erschienen. Also wir reden hier eindeutig von einem Millionenpublikum, das diese Zeitungen konsumiert, die Bilder in den Zeitungen sieht. Jetzt kennen wir illustrierte Zeitungen heute auch. Jeder hat eine Vorstellung, Gala, Bunte, um sie zu nennen. Wie müssen wir uns denn die illustrierten Zeitungen in der damaligen Zeit vorstellen? Welche Inhalte hatten die? Ja, also tatsächlich genau so. Also gerade die Berliner Zeitung und die Münchner, das Münchner Pendant waren sehr stark ja, popkulturell angelegt. Also Stars und Sternchen, Theateraufführungen, Modetipps und dergleichen waren da stark im Vordergrund. Und der Illustrierte Beobachter war aber komplett anders. Der war eigentlich von vornherein, gehörte da zur NSDAP und war Parteizeitung. Und demnach waren da alle der Inhalt auch mehr, ja, damals schon Propaganda. Vor allem wurde da auch stark gegen die politischen Gegner gehetzt, also die Politiker der Weimarer Republik, aber auch das Judentum oder Marxismus. Und demnach nimmt das eine kleine, Sonderrolle ein zwischen diesen drei Zeitungen. Und jetzt reden wir natürlich heute über einen ganz konkreten Ort, wo diese Bilder entstanden sind, den Obersalzberg. Ab wann und warum war denn der Obersalzberg in diesen Bild, in diesen ja, Bildzeitungen, illustrierten Zeitungen präsent? Also wenn man sich da anschaut, taucht eigentlich der Obersalzberg bei allen drei Zeitungen erst ab 1933 auf. Davor war der eigentlich nicht existent und das hat mehrere Gründe. Also ein Grund zum Beispiel ist, dass Hitler, der zwar schon ab 1923 zum ersten Mal in Obersalzberg war und von da an auch regelmäßig da verkehrte, eigentlich nicht gesehen werden wollte, denn er nutzte das sehr stark als Rückzugsort, um eben auch Strafverfolgung zu entgehen. Und dass da natürlich keine Fotos veröffentlicht worden sind davon, ist irgendwie selbsterklärend. Das nächste ist aber auch, dass besonders die Parteizeitung, also der Illustrierte Beobachter, ja Hitler zu der damaligen Zeit, was man auch Kampfzeit nennt, also vor 1933, eigentlich Adolf Hitler sehr stark, ja aggressiv, kämpferisch, aufwieglerisch stilisieren wollte. Und da passte eigentlich so ein Bergidyll in den Bayerischen Alpen einfach nicht so wirklich dazu. Das änderte sich allerdings schlagartig 1933, denn da war es eigentlich genau andersrum. Jetzt war eben Hitler in Regierungsverantwortung und musste auch die bürgerliche Mitte irgendwie ein Stück weit abholen. Und die waren eigentlich mit dem Image, was Hitler davor hatte, gar nicht so zufrieden, weil er war eigentlich als lauter Krawallmacher mehr bekannt. Und jetzt braucht man eben genau diese beschaulichen Töne, um eben auch diese Schichten abzuholen. Und da eignet sich natürlich sowas wie der Obersalzberg perfekt. Und da konnte man den Menschen Adolf Hitler in seiner privaten Umgebung stilisieren und somit eben genau dieses Bild erzeugen. Private Umgebung, da muss ich natürlich schon nochmal nachfragen. Wir sehen hier so im Liegestuhl mit Hunden spielen, beim Spaziergang oder Picknick. Aber wie privat war denn dieser gezeigte private Hitler wirklich? Also die Bilder waren eigentlich alles andere als
authentisch privat. Man sieht zwar hier, jetzt hat er mal als Beispiel mitgenommen, ist ein frühes Bild 1933 aus einer Sonderausgabe des Illustrierten Beobachters und das zeigt also die Bauernstube im Haus Wachenfeld. Also eigentlich wird man meinen, ein authentisch privater Schnappschuss. Man sieht direkt ins Wohnzimmer, ins Haus von Adolf Hitler, aber das war nicht so. Also es war sogar strikt verboten von Adolf Hitler höchstpersönlich, irgendwelche Informationen über sein Privatleben auszugeben und vor allem darüber authentisch zu berichten. Und das beste Beispiel ist tatsächlich Eva Braun, weil die ja auch sehr oft am Obersalzberg mit Hitler zusammen verkehrte. Und die durfte eigentlich gar nicht auftauchen. Da gab es strikte Order, Privatleben des Führers und eben die Beziehung ist aus der Presse herauszuhalten. Also dieser Schlüssellochblick, der vermeintlich den Betrachterinnen und Betrachtern der Bilder gewährt wurde, war also auch ein inszenierter. Aber in welchen Rollen neben diesem privaten Hitler hat sich denn der Führer, wie er damals genannt wurde, am Obersalzberg inszeniert? Ja, da war vor allem gerade so in der frühen Phase eben des Dritten Reichs, war halt da das Volkskanzler-Image ganz wichtig. Das hat man wahrscheinlich schon oft gehört und am Obersalzberg war halt das auch nur in verschiedenen Schichten spürbar in der Bildpresse. Und zwar war man gerade am Anfang auch bemüht, Adolf Hitler als Mensch aus dem Volk zu präsentieren. Das ist zum Beispiel auch das Bild, was man gerade noch sieht, auch ja perfekt dafür. Man sieht da die bürgerlich eingerichtete Bauernstube. Und ja, wo es keinen wirklichen Schnickschnack, keinen Luxus gibt. Und da kann man natürlich dann stark behaupten. Und das wurde dann auch zum Begleittext, in dem dieses Bild vorkam, getan, dass Adolf Hitler eigentlich ein normaler Mensch, ja, wie du und ich, ist zum Anfassen. Also diese Bodenständigkeit war gerade eine ganz große Rolle. Es ging dann aber noch eben eine zweite Ebene dazu. Und das war eben der Kanzler für das Volk. So Adolf Hitler wurde sehr oft in den Illustrierten gezeigt, wie er ja hier unermüdlich für das deutsche Volk arbeitete. Und da ist eben hier dieses Bild links ein ganz klassisches Beispiel dafür. Man sieht also Adolf Hitler im Liegestuhl sitzend, aber um ihn herum stehen zwei Männer, die auf ein Schriftstück blicken, das er eben gerade signiert. Und auch in dem Begleittext dazu ist eben die Sache, dass Adolf Hitler hier in seinem Feriendomizil eigentlich arbeitet. Optisch hat man da auch so einen kleinen Kniff dabei. Und zwar, man sieht jetzt hier direkt eher eine Hakenkreuzbinde. Und das bedeutet eigentlich, oder soll die Botschaft vermitteln, dass hier offiziell oder auf jeden Fall was Unprivates in privater Umgebung stattfindet. Die Verschränkung ist dabei. Allerdings, und was auch noch sehr auffällig war, dieses Arbeitsnarrativ hat eine gewisse Entwicklung gemacht. In den allerersten Berichten über Salzberg waren die Aufenthalte Hitlers im Haus Wachenfeld so stilisiert, dass es ganz kurze Verschnaufpausen, wohlverdiente Verschnaufpausen von langer Arbeit waren. Dann ziemlich gleich danach haben wir dazu übergangen, dass man das ja in Anführungsstrichen setzt. Also Adolf Hitler hat jetzt nur noch Urlaub. Also er ist zwar eigentlich da und möchte sich entspannen, aber die Staatsgeschäfte lassen ihn einfach keine Ruhe und er macht halt trotzdem seine Arbeit weiter. Und das ist zum Beispiel jetzt auf dem Bild zu sehen. Und die letzte Stufe war tatsächlich so weit, dass die späteren Berichte gar nicht mehr von Urlaub gesprochen haben, sondern von Arbeitstage am Obersalzberg. Das Ganze war allerdings auch ja deutlich individueller. Also wenn er auf dem linken Bild eigentlich für das Volk gearbeitet hat, hat aber auch immer noch Zeit gehabt, um sich um die Sorgen und Nöte und ums Wohl von einzelnen Menschen und Personen zu kümmern. Und das zeigt zum Beispiel hier das rechte Bild. Und hier war ganz wichtig eben auch, dass sich da hauptsächlich auch um Kinder drehte. Die Botschaft bei solchen Bildern, die jetzt zum Beispiel hier Adolf Hitler bei einem väterlichen Gestus mit diesem kleinen Mädchen zeigten, war eben auch, dass er immer Zeit für Kinder hätte, die ihm dann auch um Rat und um Hilfe beten konnten. Also ein Kanzler sozusagen, der fürs Volk da ist, fürs Volk permanent arbeitet. Spannend, wenn man weiß, dass Hitler, gerade wenn er am Obersalzberg war, sehr lange geschlafen hat und unter anderem ja den D-Day, die Invasion der Alliierten in Normandie hier verschlafen hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
Du hast das jetzt so bei der Kleidung schon mal vorgeführt, aber wie ändert sich denn eigentlich das Image, die Rollen, mit denen sich Adolf Hitler am Obersalzberg präsentiert? Gab es da Veränderungen? Ja, es gab tatsächlich Veränderungen und zwar auch in diesem Volkskanzler-Image tatsächlich. Und zwar versuchte man ja gleichzeitig Adolf Hitler als nahbar und als völlig gleich über anderen Menschen zu zeigen. Gab es aber auch immer wieder Fotos, die eben so einer Situation zeigten, eben hier links im Bild. Man sieht hier einen ja angehimmelten Politstar im wahrsten Sinne des Wortes. Hitler rechts im Bild auf stark erhöhter Position, der auf eine scheinbar begeisterte Masse blickt, die unterm Hakenkreuz eben ihren Führer, ihren Martin des Wortes Star zujubelten. Das ist natürlich ein krasser Widerspruch im Vergleich zu dem, was man eigentlich davor alles gehört hat. Ne? Allerdings waren solche Fotos wichtig und gewollt fürs Regime, denn mit so einer begeisterten Masse konnte man ja auch zeigen, dass Adolf Hitler im Volk Zuspruch erfuhr, dass die Leute zufrieden waren mit ihm und seiner Politik. Und demnach war das gar nicht wirklich ein Fehler in der Propaganda, sondern war tatsächlich auch gewollt. Und auch ähnlich wie davor bei den anderen zwei Volkskanzlertypen, wenn man so will, gab es das auch in einer deutlich privateren Abstufung, und zwar einmal hier rechts. Da ist nämlich Adolf Hitler beim Unterschriftengeben gezeigt. Und hier war halt die Geschichte, die der beigefügte Artikel spinnt, so, dass halt auch wieder hunderte Menschen vor Haus Machenfeld stehen, um eben ihren Star zu begutachten. Und der nimmt sich sogar manchmal noch Zeit und gibt ihm ein Autogramm. Allerdings gab es dann auch etliche Veränderungen mehr im Führer-Image tatsächlich im Obersalzberg. Und zwar war ja mit. Einer der größten Veränderungen war mit dem Haus Wachenfeld verbunden, das ja 1936 zum Berghof umgebaut worden ist. Also dieses beschauliche kleine Berghäuslein wird dann tatsächlich zu einer längeren Bauphase zu einem großen repräsentativen Bauwerk umgebaut, in dem auch Adolf Hitler ja internationale Gäste, Würdenträger, aber auch Staatsoberhäupter empfangen konnte. Das tat er natürlich auch und Fotos von diesen Besuchen kamen selbstverständlich auch in der illustrierten Massenpresse dann in die Öffentlichkeit. Und so ein Foto ist zum Beispiel hier. Man sieht Adolf Hitler am Frühstückstisch mit König Karol, seinem Sohn und dem damaligen Außenminister von Ribbentrop. Und hier findet auch wieder so eine Verschränkung von politischen mit privaten statt. Also man sieht jetzt eben Hitler nicht in irgendeinem Empfang in Berlin oder auch sonst wo in einem öffentlichen Terrain, sondern eben in der jetzt großen Halle des Berghofs privat beim Frühstück. Könnten eigentlich fast schon sagen, der Adolf Hitler hält Hof hier am Berghof. Wir haben uns aber jetzt, wenn man bei den Bildunterschriften guckt, sind wir eigentlich immer nur in der Friedenszeit. Gibt es denn dann nochmal eine Veränderung, als der Zweite Weltkrieg beginnt, da nach dem deutschen Angriff auf Polen? Es ist sogar die absolut stärkste und wichtigste Veränderung, die der Obersalzberg und das Führer-Image unterläuft. Und zwar sind ab jetzt eigentlich so gut wie nur noch solche Fotos zu sehen. Man sieht es eben hier halt der Krieg tatsächlich auch ein Stück weit optisch Einzug am Obersalzberg. Es sind Soldaten anwesend. Adolf Hitler ist jetzt nur noch in Uniform, Militäruniform zu sehen. Seine Staatsgäste, jetzt hier eben Mussolini, sind auch militärisch gekleidet. Und von jetzt an ist eigentlich der Staatsmann und der Volkskanzler Adolf Hitler ja nicht mehr existent. Es gibt nur noch mehr den General. Interessant ist auch, dass der Obersalzberg in dieser Zeit an Bedeutung verliert. Man sieht es eigentlich hier ganz schön rechts im Bild. Obwohl dieses Treffen am Berghof am Obersalzberg stattgefunden hat, ist halt jetzt die Rede von einer Salzburger Begegnung. Also auch hier schleicht es so langsam aus. Die Bilder werden deutlich weniger. Also der Obersalzberg ist generell so gut wie nicht mehr vertreten in der Presse. Aber wenn er vertreten ist, wird er manchmal auch gar nicht mehr als Obersalzberg betitelt, sondern hat dann irgendwie einen anderen Namen. Hier halt zum Beispiel Salzburg. Adolf Hitler ist aber auch immer weniger in der Presse zu sehen. Also während des Kriegs kommt es zu einer Art Rückzug ins Privaten, beziehungsweise man versucht auch
die Fotos einfach nicht mehr zu publizieren, die er macht. Das hat zum Beispiel auch den Grund, weil es jetzt auch in der Bevölkerung andere Probleme gab, aber auch Adolf Hitler sich einfach zurückzog. Ab 1943 mit der verlorenen Schlacht in Stalingrad ist es sogar, ja, wird es am allerschlimmsten tatsächlich auch. Denn Adolf Hitler wird dann zu einem Medienproblem. Man muss sich da vorstellen, Zeitungen, die vorher sehr stark um die Figur Adolf Hitler gekreist sind, haben jetzt keinen mehr, den es ablichten können, weil er eben fast nicht mehr öffentlich auftritt. Und von dem nach ja, gibt es da so ein kleines Propagandaproblem eben um Adolf Hitler. Das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, wenn irgendwie Mütter um ihre Söhne oder Männer oder Väter trauern und gleichzeitig würde man Hitler zeigen beim Spazierengehen oder vor der Bergkulisse. Aber wie löste denn die Propaganda oder wie ging die Propaganda mit diesem ja, Medienproblem Hitler bei Kriegsende um? Ja, das ist auch ganz interessant. Also alles im Allem haben sie eigentlich herzlich wenig getan. Denn man sieht zwar, dass hin und wieder alte Aufnahmen von ihm gezeigt worden sind. Also man hat auf Archivmaterial zurückgegriffen. Bei besonderen Ereignissen wie an seinem Geburtstag hat man vielleicht ein Gemälde oder eine Zeichnung von ihm gezeigt. Aber unterm Strich hat man einfach ja, ihn wortlos übergangen. Man hat dann einfach andere Themen gezeigt. Jetzt haben wir ja viele publizierte Bilder schon gesehen und du hast darüber gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch uns langsam so ein bisschen hinter die Kulissen wagen. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, ja, sah denn das aus? Wurde die Presse gelenkt? Wie wurde sie denn gelenkt? Ja, die Presse wurde durchaus gelenkt. Der ganze Lenkungsapparat ist natürlich sehr komplex. Aber ganz so einfach kann man sagen, dass die NS-Presselenkung sich ja so auf zwei Schienen fokussierte. Die erste war eigentlich schon ganz früh, also schon im Herbst 1933, also wirklich noch im Jahr des Regierungsantritts Adolf Hitlers, hat man schon die ersten Gesetze erlassen, die eben ja, bestimmten Personengruppen den Zugang zum Journalismusberuf verwehrten. Und das war, man kann das eigentlich denken, also alle nicht-arischen Personen durften eben nicht mehr in der Redaktion der Zeitungen sitzen. Aber was auch noch viel wichtiger ist, gerade im Hinblick der Zäsur, die Leute, die drin sitzen durften, mussten politisch unbedenklich sein. Also die mussten bei der Einstellung ein Vorstrafenregister und polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Und so wurde halt eben gewährleistet, dass die Redaktionen nur mit ja, regimekonformen Köpfen bestückt worden sind. Diese personelle Lenkung hat sich tatsächlich auch bei unseren drei Zeitungen ja, niedergeschlagen. Und da ist als prominentestes Beispiel tatsächlich die Berliner Zeitung zu nennen. Deren Verlag war der Ullstein Verlag. Und Ullstein, die Verlegerfamilie, war jüdisch. Und demnach mussten die auch 1934 ihren Verlag und somit auch die Zeitung abgeben. Die gingen dann in Exil und ihr Verlag, der Ullstein Verlag, wurde dann später in Deutscher Verlag umbenannt. Also dieser Arisierungsprozess in der S-Jargon war da eben ganz deutlich zu sehen. Gab es denn also ganz konkrete Anweisungen also oder Besprechungen zwischen Politik und Pressevertretern? Genau, das ist dann die zweite Schiene tatsächlich, die man erfahren zwar, man wollte auf inhaltlicher Ebene auch Einfluss nehmen auf die Presse. Und das war eigentlich ganz konkret in Berlin, einmal um die Mittagszeit täglich kamen Vertreter der Presse zusammen und haben da vom meist zum Reichspressechef oder von seinen Angestellten ja, handfeste Vorgaben bekommen, was sie denn wann wo zu bringen haben oder eben nicht. Und die sind tatsächlich auch überliefert, die kann man heute auch anschauen, diese Presseanweisungen. Dass diese inhaltliche Lenkung natürlich auch unsere drei Zeitungen tangiert haben, ist auch ganz klar. Also diese vormals sehr popkulturell fokussierten Blätter, Münchner Illustrierte Presse und Berliner Illustrierte Zeitung, sind jetzt auch zunehmend politischer geworden. Allerdings, und das ist eigentlich wichtig und auch ja, bedeutsam in dieser Situation, so offensichtlich politisch war es dann auch wieder nicht. Man versuchte das eher subtil zu machen. Die haben auch weiterhin über Stars und Mode berichtet, aber doch immer mehr über Hitler, die NSDAP oder um ähnliche Themen. Und das war tatsächlich auch ganz im Sinne der Goebbelschen Propaganda, weil der war nämlich der Ansicht, dass Propaganda am besten wirkt, wenn es unsichtbar bleibt. Und hätte man jetzt eben diese Modezeitungen mit
NS-Symbolik überfrachtet, wäre es dem Leser aufgefallen und dementsprechend wäre es nicht so ganz wirksam gewesen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, auch dieses Gespür sozusagen für das Interesse in der Bevölkerung und eigentlich das Subtile, das du betont hast. Aber kannst du uns das vielleicht sogar an einem Beispiel mal vorführen, wie denn diese Presselenkung dann konkret funktionierte? Genau. Und zwar, das würde ich jetzt ganz gerne an diesem Bild da mal demonstrieren. Und zwar, das ist hier ein Titelblatt des Illustrierten Beobachters, das im Juni 1935 entstanden ist. Man sieht hier Adolf Hitler in Kontakt mit einem kleinen Jungen, der ist so 19 Jahre alt und der ist, was man seiner Uniform und seiner Mütze erkennen kann, nicht irgendein Privatmann, sondern der gehört zur Hitlerjugend und ist ein sogenannter Pimpf. Und wenn man sich die beiden mal so anschaut, dann ist er das eine sehr ernste Szene. Also Adolf Hitler hat ein sorgenvolles Gesicht und legt ja tröstend, behütend seine linke Hand auf die Schulter von diesem kleinen Jungen. Und diese düstere Atmosphäre wird tatsächlich auch in diesem Begleittext, in dieser Unterschrift, was dabei steht, noch verstärkt, denn da, und jetzt zitiere ich es mal sinngemäß, ist die Rede davon, dass dieser Junge zu Adolf Hitler kommt mit einem Brief seiner kranken Mutter. Dieses Schriftstück, was der Hitler in der rechten Hand hält, wäre demnach ein Brief, was die Mutter des Jungen an Adolf Hitler schickt. Und Hitler hat ihn anscheinend auch durchgelesen, so der Text, und nimmt sich jetzt eben diesen Problem an und versucht eben den Jungen und seiner Mutter zu helfen. Also das wäre eben diese Botschaft, die dahinter steckt. So, aber wie kann man jetzt im Endeffekt von so einem Bild tatsächlich das nachvollziehen, was ist denn da jetzt gestellt und was nicht oder was wurde da gelenkt und was nicht? Und da kommen solche Quellen ins Spiel. Hier sieht man sogenannte Kontaktabzüge. Ich muss jetzt mal für die jüngere Generation ein bisschen erklären, was das ist. Also bevor die Fotografie digitalisiert worden ist, hat man ja mit Filmrollen fotografiert. Und sowas ist eben hier, das ist ein Kamerafilm, der wurde auch schon entwickelt und der wurde auf ein Stück Pappe aufgeklebt. Im Original liegt das in Washington DC, in den Nationalarchiven von Amerika, gehörten allerdings Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann war der Leihfotograf Adolf Hitlers und der hat eben diese Fotos geschossen und für sein eigenes Privatarchiv auf diese Art und Weise konserviert. Und dann auch, man sieht es jetzt so leicht unter den Bildern, weiß beschriftet. Das hatte eigentlich den Sinn und Zweck, dass halt Leute, die das Bild später mal publizieren wollten, sagen konnten, dieses und jenes Bild mit der und der Nummer interessiert mich und das würde ich ganz gerne in meiner Zeitung bringen. Diese Kontaktabzüge sind es tatsächlich gar nicht mal so selten. Also diese Hoffmann Collection, wie es da heißt in Washington, ist relativ dicht überliefert. Man kann also zu sehr vielen Gelegenheiten eben nachzeichnen, wie denn die Bilder entstanden sind. Und das probieren wir jetzt eben auch mit unserem PIMF. Dazu, jetzt gehen wir mal ein bisschen rein in diesen Kontaktabzug. Also das Bild Nummer 31 hier rechts zeigt eben die Szene, die es dann später auf einen Illustrierten Beobachter geschafft hat. Und auf den ersten Blick sieht man eigentlich, das Bild wurde beschnitten. Also da fehlt unten ein bisschen was, da fehlt oben ein bisschen was. Und dieser engere Bildausschnitt lässt eigentlich schon den Betrachter die ganzen Szenerie zusammenrücken und somit auch das alles so intimer wirken. Und dieses Vertrautheit, die man ja eben erreichen will, also Hitler ist da eben ganz ergriffen und in einem stillen, intimen Moment würde er eben mit dem Jungen sprechen, wird dadurch optisch schon bestärkt. Wenn man allerdings weiterschaut, also 32 ist die Nummer, das ist quasi wenige Momente nach dieser Aufnahme, zeigt sie da ein komplett anderes Bild. Denn wenn man jetzt sieht, diese Sorgen und Ängste sind ja wie weggeblasen eigentlich von Adolf Hitler, der grinst, der Junge auch. Also man kann es da schon eigentlich meinen, dass vielleicht das Thema, über die beiden gesprochen haben, vielleicht doch nicht so ernst war. Und wenn man jetzt weitergeht in diesem Kontaktabzug,
Ja, gibt es immer mehr Hinweise, die verdeutlichen, dass das sehr wahrscheinlich so war, dass das eben gestellte Szene ist. Denn jetzt auch wieder zwei Bilder weiter bekommt der kleine Bub nämlich ein Autogramm. Und die Leute, die über ihn rumstehen, die lachen auch alle. Also das ist eigentlich nicht so, dass man meint, da hat man davor wirklich über schlimme, negative Sachen gesprochen, sondern das ist eigentlich sehr wahrscheinlich, ja, hat es einen anderen Hintergrund. Und wenn man jetzt gut aufpasst hat, dann kommt einem die Szene rechts im Bild bekannt vor. Denn die habe ich nämlich schon mal gezeigt, und zwar ist es die hier. Also, da ist es auch das Bemerkenswerte. Dieses Bild erschien in derselben Ausgabe, die als Titelbild eben Adolf Hitler und den Pimpf gehabt hat. Nun aber war eben nicht die Rede davon, dass Adolf Hitler dem kleinen Jungen da Autogramm gibt, sondern irgendeinen von seinen 100 Fans. Also man hat eben jetzt auch versucht, eben mit einem und demselben Bild, indem man es ein bisschen beschneidet oder halt wichtige Personen rausschneidet, um einen anderen Zusammenhang zu setzen, ein ganz anderes Narrativ aufzumachen. Und das ist halt dann im Endeffekt ja inhaltliche Lenkung. Also Bilder, die in einen komplett anderen Zusammenhang gestellt wurden, beschnitten wurden. Aber was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, wurden denn auch Bilder gemacht, die aber unerwünschte Inhalte zeigten, also die dann gar nicht publiziert werden durften, zensiert wurden? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig auch nachzuvollziehen, weil man muss ja davon ausgehen, dass Bilder, die eben nicht in die Presse sollten, waren an der Presse. Von dem her kann man jetzt wirklich sehen, welches Klischee oder welche Aufnahme ist unerwünscht oder nicht. Es gibt aber vereinzelt eben glückliche Funde in den Archiven, die eben zeigen, wie denn so weit kam, wie denn die Vorauswahl getroffen worden ist. Und das ist zum Beispiel sowas da. Also hier, man sieht, es ist auch ein Kontaktabzug. Und man sieht Adolf Hitler in Prag 1939, wie er die Protektoratserklärung unterschreibt. Und dieses Bild wurde, bevor es dann publiziert werden konnte, gesperrt mit einem X. Das ist auch noch gut zu sehen. Und der Grund dafür, warum das nicht gezeigt werden sollte, war ziemlich sicher die Brille. Also wenn man genau hinschaut, trägt eben Hitler hier eine Sehhilfe. Und der war nämlich, hat nämlich eine sehr starke Sehbeeinträchtigung gehabt. Allerdings war das eben unerwünscht von ihm, dass das nach außen dringt. Von dem her sollten Bilder eben nicht publiziert werden. Darauf, dass das allerdings jetzt hier auf dieser Ebene des Kontaktabzugs passiert, sieht man aber auch ein Problem dieser inhaltlichen Lenkung, die man heutzutage hat, um die nachzuvollziehen. Denn ähnlich hier wie mit bei der Brille oder auch gezeigt, wie gerade bei dem Pimp, gab es dazu nicht wirklich eine Anordnung davon. Sondern man ging eher davon aus, dass die Leute, die man davor gut ausgewählt hat, schon wissen, welche Fotos denn jetzt geeignet sind für die NS-Propaganda und welche eben nicht. Und bei Heinrich Hoffmann war das auch noch der Fall, dass er ja als Leihfotograf Hitlers, langer Weggefährte und sehr guter Freund, natürlich genau wusste, welche Fotos will jetzt Adolf Hitler, welche Fotos passen gut in die Propaganda und konnte demnach schon im Vorfeld entscheiden, welche eben gezeigt wurden oder nicht. Also man kann schon fast von so einer Art ja, vorauseilenden Selbstzensur sprechen oder natürlich auch einen Mechanismus, der in der Richtung funktioniert, dass man genau die Bilder produziert, sie so kontextualisiert und sie so einsetzt, wie es gewünscht ist. Aber hat denn dieses System auch mal einen Makel gehabt, mal gekracht? Sind denn eigentlich mal Bilder durchgerutscht, wurden publiziert, die man dann von der ja, Reichsführung von Hitler selbst so eigentlich gar nicht in der Presse sehen wollte? Ja, durchgerutscht tatsächlich sehr gutes Wort, denn es waren tatsächlich sehr, sehr wenige. Also dieses Netz war aber sehr dicht, aber es kam trotzdem hin und wieder dazu, dass man eben Bilder zeigte, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Und eines der wenigen Beispiele ist tatsächlich auch am Obersalzberg entstanden, und zwar das ist hier zu sehen. Auch wieder illustrierte Beobachter, was das alles nur ein bisschen pikanter macht in meine Augen, die eigene Parteizeitung. Und Heinrich Hoffmann als, ja, als Freund Hitlers sind eben gerade, ja, haben da ein Stück bei der Selbstzensur versagt, indem sie eben 1940 im Januar dieses Bild zeigten. Hier ist eben Adolf Hitler als General gekleidet,
bei einer kurzen Auszeit mit seinem Hund zu sehen. Und das war zur Friedenszeit ein sehr gängiges und oft gezeigtes Narrativ. Jetzt allerdings ist natürlich komplett ungelegen, weil Adolf Hitler musste jetzt für die Propaganda ständig am Kriegsführen sein, nur mit Soldaten umgeben oder eben beim Planen. Und da hat eben so eine kurze Entspannungspause eben nichts zu suchen. So einmalig wie das war, so gravierend war es tatsächlich für Heinrich Hoffmann. Denn der verlor dadurch ein Stück weit seinen Sonderstatus. Anders als alle anderen Fotografen musste der nämlich die Fotos vor Publikation nicht nochmal prüfen lassen. Jetzt eben mit diesem Fauxpas, der sich da geleistet hat, musste er eben auch schauen und seine Bilder erst einmal freigeben lassen. Naja, da kann ich eigentlich nur nochmal betonen, also hier wird so getan, es ist nicht mehr eine kurze Entspannung sozusagen Hitler vergönnt, während wir heute wissen, dass er eigentlich einen sehr, naja, angenehm lässigen Tagesablauf hier am Obersalzberg immer genossen hat. Das wussten die Leute damals, die Bevölkerung nicht. Und das bringt mir vielleicht auch auf nochmal eine weitere Facette dieses Themas. Kannst du denn einordnen, ob diese Bildpropaganda gewirkt hat, wie sie bei der Bevölkerung aufgenommen hat? Oder also hat die schlichtweg funktioniert? Natürlich auch ein ganz spannendes Thema, was man auch pauschal nicht wirklich beantworten kann, weil natürlich jeder Mensch ist da ein Stück weit anfälliger der Propaganda als der andere. Da spielt eben die eigene Erfahrung eine Rolle oder das Lebensumfeld. Trotzdem meine ich, ein paar Anhaltspunkte gefunden zu haben, die eben zeigen, dass gewisse Bilder, die man eben produzieren hat und eben Botschaften, die damit verknüpft worden sind, durchaus im Volk geglaubt worden sind. Und da ist zum Beispiel, spielt so eine Begegnung eine Rolle. Das ist ein Bild, das die Kinderliebe Adolf Hitlers zeigen soll. Und genau gesagt ist das, ist die Geschichte hinter dieser Aufnahme folgende, dass eben Geburtstagskinder zu Hitler kommen könnten und würden dann von ihm beschenkt werden. Also hier schreibt eben Adolf Hitler, signiert gerade ein Bild von ihm und gibt's dem Geburtstagskind, dem kleinen Mädchen, als Geschenk. Und das wurde sehr oft von den Zeitungen verbreitet. Und irgendwann in diesen Pressekonferenzen und diese Presseanweisungen ist ersichtlich, dass das wohl zu oft verbreitet worden ist, weil Adolf Hitler wohl bei öffentlichen Anlässen keinen Schritt mehr machen konnte, ohne dass lauter Kinder bei ihm waren, die eben geschenkt werden wollten. Also da glaubte man einfach, dass der eben diese Geschenke da hat und dass er halt für jedes Kind Zeit hätte, es zu beschenken. Ein anderer Punkt ist dann diese Hilfsbereitschaft, die ja da propagiert worden ist. Da gibt es auch gerade am Obersalzberg immer wieder Fälle von Bittstellern, die vorstellig geworden sind und eben zu Adolf Hitler vorgelassen werden wollten, damit er bei irgendwelchen Problemen tätig wird für sie, sei es einen Job zu finden oder bei irgendwelchen anderen bei Geldproblemen. Da gibt es sogar ein relativ trauriges, markantes Beispiel am Obersalzberg, und zwar Johann Brandner, selbst Fotograf und hatte da ein kleines Fotostudio, ein Atelier in der Nähe des Berghofs, beziehungsweise aus Wachenfeld. Und als dann das Führersperrgebiet von Bormann zusammengekauft worden ist, die Grundstücke, musste er auch verkaufen. Und das wollte er natürlich verhindern und hätte sich in einem persönlichen Brief direkt an Hitler gewandt. Allerdings lief dann der Kontakt mit ihm anders als gehofft. Er hat ihn zwar erreicht und ihm den Brief übergeben können, ihm wurde aber nicht geholfen, sondern eigentlich noch am selben Abend ins KZ Dachau verbracht. Dort war er dann auch 2 Jahre inhaftiert und selbstredend bekam der unter Hitler sein Atelier oder das Grundstück nicht mehr zurück. Also eigentlich sehr. Also gerne noch. Ja, das ist zum Beispiel auch interessant, wenn man hier nochmal sieht, wie denn das propagierte Bild in der, auseinanderdriftet mit der Wirklichkeit. Also Hitler war eben nicht der, der für jeden ein offenes Ohr hat und der eben sich immer versuchte, da irgendwo sich einzuwirken auf jemanden, sondern hat eigentlich ganz andere Interessen teilweise verfolgt. Und das ist eben mit Brandner ganz gut nachvollziehbar. Erinnert mich also an diese Geschichte wieder von dem Pimpf, den du gezeigt hast, wo Hitler einen Brief der kranken Mutter bekommt und angeblich ganz fürsorglich ist. Und da haben wir
mit dem Brandner reelles Beispiel, wo man eigentlich eine ganz andere Reaktion sieht, also ein drastischer Gegensatz. Diese Bilder, das würde ich mir zu sagen trauen, hatten damals sicherlich ihre Wirkung, das hast du gezeigt, aber vielleicht auch heute noch ihre Wirkung, dass sie so in gewisser Weise so immer nur einen netten Onkel Hitler hier zeichnen. Und das ist natürlich für uns als Ausstellungsgestalterinnen und Gestalter eine Herausforderung, damit umzugehen. Jetzt bist du da direkt involviert in die Frage, wie wir diese Bilder in der neuen Dauerausstellung präsentieren wollen. Kannst du da noch ganz kurz was dazu sagen, was wir uns da dabei denken, was wir da geplant haben? Also diese Bilder tatsächlich und auch noch einige mehr finden tatsächlich Eingang bei unserer neuen Dauerausstellung. Und da bin ich auch Teil eines kleinen Teams hier bei unserer Dokumentation. Und wir konzipieren zusammen mit Tübingen, und zwar genauer mit dem Institut der Wissensmedien, einen multimedialen Tisch, so ähnlich wie der hier abgebildet, in dem wir uns eben um solche Bilder annehmen. Das sind eben auch sehr viele, die ich heute schon gezeigt habe, aber auch noch viele, viele mehr. Und als Besucher, als Besucherin kann man sich da eben dann ähnlich wie oben gezeigt auf die verschiedenen Bilder klicken, Hintergrundinfos sehen und zum Beispiel auch mehr über den PIMF erfahren. Und das wird dafür, kann ich wirklich so sagen, eins der Highlights der neuen Dauerausstellung. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das persönlich vor Ort mal durchzuklicken bei uns. Noch einen kleinen Werbeblock. Aber ich glaube, dass du uns heute jetzt hier schon sehr deutlich gezeigt hast, wie spannend es auch sein kann, sich mit den Bildern zu beschäftigen, hinter die Kulissen zu blicken, sie zu kontextualisieren und zu dekonstruieren. Damit würde ich ja diese Gesprächsrunde zwischen uns beiden abschließen und nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss mir ganz kurz reden, es sind 147 aktuell, motivieren uns gerne über dieses F&A-Tool Fragen zu stellen. Die ersten Fragen sind auch schon eingegangen und da greife ich mir jetzt mal eine raus. Und zwar ist die Frage, wie bedeutsam die Illustrierten im Vergleich zu anderen Medien waren. Also zum Beispiel zu diesen Bildbänden, Hitler, wie ihn keiner kennt, oder andere von Heinrich Hoffmann. Ja, das ist tatsächlich schwieriger zu sagen. Also man kann natürlich sagen, dass so ein Bildband ja nicht in demselben Turnus erscheint, wie er illustriert. Also auch gerade diese Bildbände Hitler, wie ihn keiner kennt, oder Hitler abseits vom Alltag, hatten zeitweise ähnliche Auflagen wie zum Beispiel die Münchner Illustrierte Presse. Also das spricht man auch von 500.000 bis 600.000 Stück. Dadurch, dass jetzt allerdings so ein Illustrierte einmal die Woche erscheint und dann manchmal auch bis zu so 1 Million eben oder 2 Millionen, würde ich sagen, haben die noch ein viel weiteres Publikum erreicht, wie eben diese Bildbände. Weil den, also ich sage es mal, im besten Fall kauft man sich den einmal und schaut dann an. Aber so wird man da eigentlich mit den Illustrierten jede Woche mit der Propaganda versorgt, sage ich jetzt mal. Und wenn man das sieht, gerade in der Hochphase der Obersalzer Propaganda, tauchte ja da im Sommer eigentlich jede Woche ein Bericht über den Obersalzberg auf. Und immer war man da kontinuierlich eben beschallt von dieser Propaganda. Und von dem her war die Bedeutung für die Illustrierten meiner Meinung nach deutlich höher wie diese Bildbände. Mhm. Wir haben ja schon die viele, viele Fragen wieder drinnen. Ich werde jetzt ein bisschen auswählen müssen. Aber an alle, die ihre Frage jetzt nicht wiederfinden, schon mal der Hinweis, wir blenden zum Schluss nur E-Mail-Adresse ein. Sie können uns gerne auch nochmal Fragen schicken, dann beantworten wir sie schriftlich. Jetzt nehmen wir aber gleich die nächste in der Liste raus, und zwar ist eine Frage nach den Fotografen. Wer waren denn die Fotografen? Und auch nochmal konkret, wurden auch Bilder von dem Walter Frenz veröffentlicht in diesen Zeitungen? Genau, also die letzte Frage kann ich schnell beantworten, nein. Also Frenz war eigentlich am Obersalzberg Illustrierten nicht präsent. Die erste Frage ist ein bisschen länger, also oder eigentlich auch nicht, denn eigentlich mit überwiegender Mehrheit, also da spricht man fast von 95-96% der Bilder, sind von Heinrich Hoffmann beziehungsweise von einem seiner Angestellten.
Es gab hier und da ein paar andere Fotografen, die waren vor allem in der frühen Zeit der Obersalzberg-Berichterstattung da. Zum Beispiel spricht man, hat der Bauer zum Beispiel, war ein Fotograf, der war vor allem gerade ja, im Dunstkreis der SS tätig. Der hat auch zum Beispiel einer seiner ja, leider berühmtesten und traurig berühmtesten Artikel, der hat die Wahrheit über Dachau, diesen Propagandaartikel geschossen. Und der hat eben auch zwei, drei Bilder am Obersalzberg gemacht. Aber im Großen und Ganzen war eigentlich nur Heinrich Hoffmann derjenige hinter der Kamera. Nehmen wir die nächste Frage raus, ob auch die internationale Presse derartige Falschdarstellungen übernommen hat, wie du sie uns präsentiert hast. Dazu kann ich ehrlich gesagt relativ wenig sagen, weil ich mich in meiner Masterarbeit hauptsächlich auf die Inlandspresse fokussiert habe. Natürlich war Hitlers Haus tatsächlich auch zum Beispiel im englischsprachigen Raum immer wieder von Interesse. Also das Life Magazine hat, es müsste lügen, ich glaube, es war 36 Artikel verfasst, die eben auch Adolf Hitler in seinem Haus abbildeten. Und die haben es aber ganz interessant gemacht. Die haben ihn eigentlich mehr wie einen Promi in seiner Protzvilla abgelichtet. Also dieses Bodenständige und Arbeitende war gar nicht so wirklich vorhanden. Und da legte man tatsächlich auch auf den Luxus, in dem er eigentlich schwelgte, da am Obersalzberg. Aber wie jetzt da diese Falschdarstellungen waren, kann man schlecht sagen. Ich würde aber fast sagen, ja, weil man hat diese Marzahn, so ist es dann im Pressejargon für den Auslandsdienst, ja auch mitbestimmt. Also da war eben auch die Associated Press zum Beispiel, war auch im engen Austausch mit dem deutschen Nachrichtenbüro. Es war eben die reichseigene Agentur für die Nachrichten und die haben natürlich auch nur das weitergeben, was sie für geeignet hielten. Interessanterweise die ähnliche Frage nur andersrum gestellt, deshalb möchte ich sie gleich dranhängen. Und zwar, inwiefern die Illustrierten auf internationale Ereignisse bzw. auf Medienberichte im Ausland reagierten. Kannst du sagen, dass die illustrierten Zeitungen da durchaus auch ein Medium waren, um sozusagen ausländischen Medien etwas entgegenzustellen? Ich bin gerade am Überlegen, also gerade auch jetzt, wenn man das am Obersalzberg bezieht, eigentlich nicht wirklich. Also da war man tatsächlich bedacht, eben in seinem eigenen Dunstkreis zu bleiben. Und da war auch das Publikum ein anderes. Da wollte man halt eben dem deutschen Volk zeigen, was ja in den Bayerischen Alpen so passierte. Natürlich gab es da auch hin und wieder Berichte, die eben sich gezielt eben auf das Ausland richteten. Und da war zum Beispiel, was mir gerade so durch den Kopf geht, eben das bereits erwähnte Wahr über Dachau. Und zwar dieser Bericht entstand tatsächlich drauf, weil eben in England Berichte publiziert worden sind, die die schlimmen Wohnbedingungen, Haftbedingungen im KZ Dachau anprangerten. Und da wurde dann eben die NS-Presse angehalten, Gegendarstellungen zu verfassen. Und da entstand dann eben solche Berichte, eben wie die Wahrheit über Dachau. Jetzt noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen kürzer ist. Die Frage ist, wie lange die Zeitungen erschienen, wann sie eingestellt wurden. Also die Zeitungen erschienen eigentlich so gut wie durchgängig, auch während des Krieges noch. Und das sind zeitweise auch ja im Februar, März 45 erschienen die noch. Zwar deutlich abgespeckt, also man merkte ja auch, je länger der Krieg dauerte, desto dünner wurden die Ausgaben. Also zum Beispiel, der Illustrierte Beobachter hatte locker 32, 36 Seiten zur Friedenszeit und später schrumpfte auf 12 Seiten zusammen. Das hat natürlich auch so einen Papiermangel, während Krieg herrschte zur Folge, aber auch, weil die Werbepartner, wollen wir es dazu sagen, also ungefähr 50% der Illustrierten waren eigentlich Werbung, die brachen natürlich unter dem Krieg auch weg und dann irgendwann stellten die halt dann auch ihre Zeitungen ein, weil mit der Front im Nacken schreibt es halt auch schlecht. Ja, sehr schönes Bild. Ja. Ich habe eine Frage, ja, die diesen Blick vielleicht mal ein bisschen weitet. Gibt es eine Hackordnung in der illustrierten Präsenz? Also wer war nach Hitler gut vertreten? Und dann vielleicht nochmal als
Detailfrage, gab es da auch Eifersüchteleien? Okay, das ist eine sehr schöne Frage tatsächlich. Denn, also gerade jetzt auch wieder im Obersalzer bezogen, war eigentlich Hitler derjenige, der am allermeisten Bildschirmpräsenz kriegt, sagen wir es mal so. Es gab noch aber andere Leute, und da möchte ich zum Beispiel Hermann Göring nennen. Der war noch relativ oft auch im Dunstkreis des Obersalzbergs da. Und der war vor allem auch jemand, der alleine ohne Hitler auch Berichte bekam. Alle anderen, und da zum Beispiel Speer, weil der war so am dritthäufigsten da, wurden eigentlich immer in Abhängigkeit Hitlers dargestellt. Und gerade eben bei Speer, der kommt eigentlich in den Berichten fast schon zu einer Requisite, weil er eigentlich in den wenigen Berichten, die es über ihn gibt, Hitler eigentlich immer nur einen Bauplan zeigte, den er dann der Führer überarbeiten konnte in seinem Geniewahn oder eben anders schriftlich zum Unterschreiben. Aber so richtig Substanz war nicht wirklich dahinter. Und dann so als Abschluss würde ich sagen, was mir noch einfällt, war auch noch sehr skurril, Dietrich Eckart war auch sehr oft vertreten, obwohl er eigentlich da schon längst tot war. Aber der bekam sehr oft, gerade zu seinem Todestag, wenn ich das hier hatte, zum 10. Mal zum Beispiel, sehr lange und aufwendig gestaltete Reportagen, die eben ihn zeigten als Freund und Mentor und Ideengeber Adolf Hitlers. Aber sonst, mein Goebbels war hin und wieder vertreten und natürlich auch andere auch, aber die waren eigentlich nie so wirklich, die waren eigentlich nur so Beiwerk. Ich habe nur, oder vielleicht nehme ich zuerst die Frage, die passt nämlich da ganz gut dazu, ob denn auch Politiker aus Bildern verschwanden. Also ich glaube, die Frage zielt vielleicht ein bisschen darin, was wir im Stalinismus auch kennen, wo sich Stalin zunächst überall hineinschneiden hat lassen und dann wieder rausretuschiert wurde. Gab es sowas auch in der NS-Zeit? Gab es tatsächlich. Muss aber nur ganz kurz sagen, weil die letzte Frage noch nicht ganz beantwortet war, meine Entschuldigung, ob es jetzt da natürlich Reibereien gab, dass jetzt manche Leute mehr im Fokus der Presse wollten oder nicht, konnte nicht wirklich sagen. Ich würde es aber, wenn, an Hermann Göring zutrauen, weil der war natürlich auch sehr stark bedacht, sein Image in der Öffentlichkeit zu pflegen. Jetzt zu den verschwundenen Politikern. Und tatsächlich auch am Obersalzberg kann man es nicht ganz so nachvollziehen, aber man weiß, dass Hess zum Beispiel nach seinem Englandflug, also noch kurz, also er wollte ja im Krieg, ist auf eigene Faust nach England geflogen und wollte da, man weiß nicht ganz genau, man geht davon aus, dass er auf eigene Faust einen Friedensvertrag mit England aushandeln wollte. Und dieser Verrat, so hat ihn Hitler aufgefasst, machte ihn dann zur Persona non grata. Und da wurde er dann auch aus sämtlichen Bildern auch nachträglich gelöscht. Das ist zum Beispiel auch, das kann ich noch einen Werbeblock einbauen, bei unserem Medientisch ersichtlich. Da gibt es 2, 3 Aufnahmen, in denen eben Hess nachträglich rausretuschiert worden ist. Nicht immer gut, aber ambitioniert, würde ich meinen. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt ein bisschen schauen, dass man noch ein paar Fragen, vielleicht nehmen wir nur die 2. Zunächst die erste, wie viel verdiente Hitler an den Artikeln? Kannst du darüber was sagen? Tut mir leid. Mhm. Also ob und wie er damit verdiente, das kann ich nicht sagen, kann man aber auch sehr stark, also ich gehe davon aus, das sind einfach Unterlagen und Dinge, die heute wahrscheinlich gar nicht mehr so recht überliefert sind. Es wären dann irgendwelche Kassenbücher und dergleichen, die aktuell einfach die Quellenbestände nicht hergeben. Wir haben ja nochmal einen Kollegen im Team, der sich intensiv mit Hoffmann befasst, dem werden wir vielleicht die Frage stellen. Aber vielleicht schreiben Sie uns einfach kurz, Sie sagt den Namen Leon und Caesar, damit wir Ihre E-Mail-Adresse haben, dann können wir das vielleicht im Nachklang nur beantworten. Dann würde ich noch eine Frage mit reinnehmen, als letzte Frage mit Blick auf die Uhren. Wurden auch Neuigkeiten von der Front oder dergleichen in der illustrierten Presse gebracht? Natürlich, ja. Und zwar auch durch, also man muss sagen, dass im Krieg die Presselenkung eine andere war. Also da hat eben auch sehr stark eben das Reichsministerium für Propaganda und Volksaufklärung an Bedeutung
abgegeben, sage ich mal, Kompetenz, da war vor allem die Wehrmacht bei der Zustellung mit den Propagandakompanien. Und das Wort lässt schon andeuten, wir haben natürlich auch versucht, den Frontverlauf, die Geschehnisse in den Kämpfen so positiv wie möglich darzustellen. Und die fanden tatsächlich auch hin und wieder in den Illustrierten Anklang. Aber auch so ein Stück weit mit so einem gewissen Twist, der eben zu den Illustrierten passt. Da war es dann weniger die Kampfhandlung interessant, sondern der typische Tagesablauf von Soldaten an der Front. Also was ist der? Schreibt er mal heim? Kann der mal Radio hören? Oder solche Sachen. Das waren auch wieder in so einer Art so Porträts, in dem halt nicht von Stars, sondern von Wehrmachtssoldaten. Aber auch dann, dass man mal so eine Art Reisebericht dann tatsächlich macht, war natürlich auch stark makaber, da haben wir dann eben Fotos von einer zerbombten Stadt hier zeigt mit einfahrenden Panzern und halt ein Stück weit auch der Stolz, ja, das haben wir gerade eingenommen mit nach so und so viel Kämpfen und hier sieht man eben ein paar zeitweise zerstörte Sehenswürdigkeiten davon. Sowas gab es tatsächlich auch. Ja, wunderbar. Tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, weil jetzt auch noch Fragen eintrudeln, aber wir haben uns vorgenommen, uns an die Stunde zu halten und das Angebot gilt natürlich, schreiben Sie uns gerne nochmal Fragen, schreiben Sie uns auch bei Lob und Kritik. Sehen Sie unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen. Sie können auch dieses Gespräch im Nachklang nochmal ansehen, wenn Sie vielleicht erst später dazugekommen sind. Ich habe gesehen, die Teilnehmerzahl ist kontinuierlich gestiegen, was uns sehr freut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dann können Sie das später auch noch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und wenn Sie mehr zur Dokumentation Obersalzberg, zur Geschichte des Obersalzbergs erfahren wollen, dann besuchen Sie uns auch gerne auf unseren Social-Media-Auftritten auf Facebook und Instagram. Normalerweise würde ich Sie jetzt natürlich auch in die Doku einladen und sagen, kommen Sie mal vorbei oder mal wieder vorbei. Viele werden ja auch schon mal da gewesen sein. Das ist momentan leider nicht möglich. Wir haben aus bekannten Gründen geschlossen. Aber ich darf hoffen und hoffe, dass Sie auch mit mir hoffen, dass wir vielleicht bald wieder unsere Türen öffnen können. Und damit darf ich mich bei dir, Andi, recht herzlich bedanken für das Gespräch, darf mich bei Ihnen allen bedanken fürs Zuhören und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und interessant war. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir für die tolle Moderation und auch ich darf mich bei allen verabschieden und noch einen schönen Abend wünschen. Tschüss.